Herzlich willkommen in der Marina Dalmatia bei Sukusan. Wir haben nach 14 Stunden Fahrt Kroatien erreicht. Es ist die erste Septemberwoche 2024 und wir kommen bei rund 35 Grad in der Marina in Sukusan an. Es ist brüllend heiß und wir sind echt geschafft. Unser Boot ist noch nicht fertig und deswegen schauen wir uns in der Marina erstmal ein wenig um. Von hier aus werden wir in einem ersten Schlag bis nach Caprile segeln. Da wisst ihr dann schon mal, worum es im heutigen Video geht. Ich gehe mal gucken, ob ich unser Schiff finde. Es soll auf den Namen Vita hören. Wir haben ein anderes Boot zugeteilt bekommen als in der Charterbestätigung. Ja, während unser Boot noch gereinigt wird, sitzen wir jetzt bei einem Kaltgetränk und warten darauf, dass wir an Bord kommen können. Dann geht es weiter mit Proviant einkaufen und dann wollen wir noch essen gehen. Ja, dann sage ich mal bis später. Während an unserem Boot noch die Betten bezogen werden und alles geschrubbt wird, haben wir uns entschlossen, die Zeit zu nutzen und gehen schon mal unseren Proviant einkaufen. In der Nähe der Hafenanlage sind zwei große Supermärkte. Beim letzten Mal haben wir einen deutschen Supermarkt besucht und diesmal besuchen wir einen aus Kroatien. Wir haben das Boot übernommen und auch den Proviant verstaut. Es ist eine Bavaria 34. Wir werden jetzt noch das Auto umparken, denn auf dem Gelände der Marina muss man über 70 Euro pro Woche bezahlen fürs Parken und auf den angrenzenden Grundstücken kann man bei Anwohnern für 20 Euro die Woche parken. Das ist dann doch ein wenig günstiger und das nutzen wir aus und sicher ist es auch, der Parkplatz ist videoüberwacht. Herzlich willkommen an Bord. Wir sind fertig zum Ablegen. Gespült ist nach dem Frühstück und es ist kurz vor 10. Wir werden jetzt gleich sehen, dass wir hier wegkommen aus der Marina Dalmatia. Natürlich heißt es Maria Dalmatia. Hallo, ja, wir haben gerade in der Marina Dalmatia in Sukusan abgelegt und fahren Richtung Süden. Leider ist der Wind total eingeschlafen heute Morgen. Für heute Nachmittag ist etwas mehr, 2 bis 3, und am späten Nachmittag können es auch Windstärke 4 werden, aber das muss man abwarten. So, wir schauen noch mal auf Sukusan. Ihr seht, alle sind ohne Segel unterwegs. Auch bei uns lenkt gerade der Autopilot. Ich bin alleine oben. Ich glaube, wir können gleich erstmal ein kaltes Wasser nach oben holen. Und die Wetterwarnung, die wir für heute haben, heißt Hitze. Und die zweite Wetterwarnung, die wir für heute haben, heißt ebenfalls Hitze. Ich erspare euch den Originalton mit dem andauernden Gedröhnen des Schiffsdiesels. Deswegen gibt es ein wenig Musik zu den Bildern.
Ja, hallo. Jetzt haben wir doch die Segel gesetzt. Es ist Winter, wir haben etwa 3 Beaufort und machen 4 Knoten Fahrt durchs Wasser. Und der Motor dröhnt auch nicht mehr. Sehr angenehm. Vermutlich werden wir heute die Insel Capri anlaufen. Da war ja auch ein Strand, da konnte man auch baden gehen. Da war ein Strand mit Bespielung von Gastronomie. Konnte man auch noch was trinken da hinten. Weil es so unendlich heiß in der Sonne ist, haben wir uns alle in den Schatten verzogen und jeder war auf der Suche, möglichst nicht von der Sonne getroffen zu werden. Ja, jetzt ist der Wind richtig gut. Wir haben immer noch 3 Beaufort hier auf der Anzeige. Aber wir machen 5,2 Knoten Fahrt. Und das ist doch richtig super. Raus liegt die Insel Capri. Wir laufen sie mit achterlichem Wind an, deswegen haben wir auch die Fock bereits reingeholt und fahren nur mit dem Gruß. An der Mole von der Fähre sind rückseitig auch Anleger für Segelboote oder Motorboote. Es gibt Strom und Wasser, aber es gibt keine Sanitäranlagen auf Capri. Und da kommt auch schon die Fähre. Capri ist übrigens im Sommer autofrei. Hier gibt es nur ein paar Elektro-Kleinfahrzeuge, mit denen die Anwohner hier ihre Waren und die Koffer der Gäste zu den entsprechenden Zimmern bringen. Die Autos bleiben auf der Fähre. Ihr seht, es gehen nur Fußgänger an Bord. Genauso schnell wie die Fähre gekommen ist, ist sie auch wieder weg. Wir werden noch eine kleine Runde über die Insel gehen. Für den Abend haben wir in einem der Restaurants reserviert, wo wir schon letztes Jahr essen waren und werden dort heute Abend wieder einkehren. Und hier wachsen die Oliven auf der Strandpromenade. Und was einmal am Strand liegt, bleibt da auch liegen. Das lag nämlich schon letztes Jahr hier. So, das waren die ersten 24 Stunden unseres Turns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich nehme euch natürlich mit über die gesamten 2 Wochen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!